Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, tatsächlich von einem Liberalen zu hören, Wahlrecht ist ein Bürgerrecht. Wahlrecht ist ein Grundrecht, Wahlrecht ist ein Menschenrecht. Und jeder, der liberal denkt, müsste in diesem Moment dieser These zustimmen. Ich verstehe einfach nicht, wie man sagen kann, wir sind nicht mutig, wir trauen uns hier nicht, über das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer zu reden. Ich wollte mich abarbeiten an der FDP, an der CDU, das haben die Kollegen von SPD und Grünen schon getan, das muss ich nicht mehr machen. Es wurde gesagt, die SPD war bis vor 2 Jahren noch dafür, auf einmal ist sie dagegen. Und ja, ich erkenne an, Sie haben hier auf der Wiese gestanden und Sie haben bei der Demonstration der Integrationsräte gesagt, was wir brauchen, ist eine Gesetzesänderung im Bund. Und so ein bisschen machen Sie sich ja da gemein. Der Kollege Laschet hat das gerade auch gesagt, das ist verfassungswidrig, wir müssen das Grundgesetz ändern. Herr Kollege Laschet, Ihre Partei sitzt im Bund an der Regierung. Dann ändern Sie das Grundgesetz, wenn Sie es wirklich wollen, und dann kümmern Sie sich darum, dass wir das in Nordrhein-Westfalen ohne Bedenken können. Erstens. Zweitens. Das scheinheilige Argument, zu sagen, wer hier wohnt und wer hier wählen will, der soll sich verdammt noch mal einbürgern lassen. Weil damit schützen wir die Räte vor AKP-Anhängern. Sehr geehrter Kollege Laschet, ich schreibe Ihnen einen Satz, wenn ich Ihnen einen einzigen Satz in Ihr Stammbuch schreiben kann. Die Staatsangehörigkeit schützt vor Erdogan nicht. Und jeder, der hier in den Rat will, der lässt sich einbürgern und unterstützt trotzdem Erdogan in der Türkei. Wo ist denn das Problem? Dieses Argument ist absolut null und nichtig, und das ist Ihr einziges Argument. Das ist Ihr einziges Argument, denn, Herr Kollege Lindner, wir haben da nicht im Hauptausschuss drüber geredet, sondern in der Verfassungskommission. Ist aber egal, das sind diese Feinheiten, die muss man nicht wissen. Ja, eine Sitzung im Hauptausschuss, bevor wir das wieder hier ins Plenum gebracht haben. Sie haben von langen Beratungen geredet, das war so ein bisschen, naja. Beide, CDU und FDP, sagen, die Gesetzesänderung sei verfassungswidrig. Und Sie sagen das mit dem Brustton der Überzeugung. Aber wir haben genau zu diesem Punkt in der Verfassungskommission hier eine Anhörung gehabt. Und in dieser Anhörung wurde das eben nicht bestätigt. Da wurde gesagt, dass dieses Urteil von 1990 heute komplett anders ausfallen könnte und dass man deswegen auch durchaus den Schritt wagen könnte, in einem Länderparlament dieses Wahlrecht zu gewähren, damit das Bundesverfassungsgericht sich eben noch mal damit beschäftigt. Und ich kann das nur wiederholen. Das Zitat war, seien Sie mutig. Und ich habe selten eine Truppe gesehen, die so wenig Mut hat wie die, die hier auf der rechten Seite sitzt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen knapp 18 Millionen Einwohner, um auch mal die Statistik zu bemühen. 2,3 Millionen davon, das sind ca. 13%, haben eine ausländische Staatsbürgerschaft. Davon 505.531 Türken, Stand Mitte Juni letzten Jahres. Übrigens, in der Zahl sind die Zugewanderten aus dem Jahr 2015 schon drin. 1,4 Millionen knapp der hier lebenden Ausländer leben hier länger als 8 Jahre. 914.934, etwas über 40% aller Ausländer, leben länger als 20 Jahre in Nordrhein-Westfalen. Und Sie sagen, die wollen sich hier nicht integrieren, und Sie stempeln die alle zu AKP-Anhängern ab. Das ist ein so scheinheiliges Argument, da weiß ich nicht mehr, wo vorne, wo hinten ist. Sie benutzen aktuelle innertürkische Ereignisse, und das sagen Sie der Presse, das habe ich heute Morgen der Presse entnehmen müssen, Sie benutzen aktuelle politische Ereignisse als Argument gegen ein Ausländerwahlrecht, über das schon seit 30 Jahren diskutiert wird. Wahlrecht ist ein Grundrecht, und Wahlrecht darf nicht von tagesaktuellen politischen Ereignissen abhängen. Wo kämen wir denn dahin, wenn man sagt, wir haben jetzt Studentenproteste, wir entziehen jetzt allen Studenten mal das Wahlrecht? Was ist denn das für eine Logik zu sagen, weil heute in einem anderen Land dies passiert, da entziehen wir oder da geben wir Menschen das Wahlrecht in einem anderen nicht? Das ist ein absolutes Unargument.
Und das Letzte. Ich habe gerade die Zahl genannt. 40% der hier lebenden Ausländer leben hier länger als 20 Jahre. Wir unterstützen die Initiative Hier, wo ich lebe, will ich wählen. Und wir reden nicht über ein Bundestagswahlrecht oder ein Landtagswahlrecht. Wir reden über das kommunale Wahlrecht. Da, wo die Menschen leben, wo sie ihre Steuern bezahlen, wo sie über die Straße fahren und wo über den Poller in der Straße im Stadtrat abgestimmt wird. Da wollen wir den Menschen das Wahlrecht geben. Und nicht mehr. So eine kleine Änderung, die so viel bewirken könnte. Mein Ausblick wäre und mein Wunsch wäre, dass wir die Integrationsräte nicht mehr brauchen und dass wir mit dem heutigen Tag die Integrationsräte abschaffen. Weil die Integrationsräte brauchen wir nur deswegen. Herr Kollege, es liegt eine Zwischenfrage vor des Kollegen Schatz. Würden Sie die zulassen? Wenn ich eben meinen Satz zu Ende führen darf. Ja, aber Sie haben die Zeit auch schon überschritten. Ich bitte Sie, kurz zu fassen. Bitte die Zwischenfrage. Ist eine besondere Situation, haben andere Fraktionen auch. Trotzdem haben Sie die Redezeit schon. Dann bitte die Zwischenfrage und dann komme ich zu meinem letzten Satz. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Kollege Schatz? Nee, Kollege Schulz. Wir haben das, macht aber nichts. Man hier nicht mit, wenn man kein Problem, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie hatten gerade ausgeführt, dass eben es sich hier bei dem von SPD, Grünen und Piraten eingebrachten Gesetzentwurf eben nicht um eine Lex Türkei, wie es hier auch schon mal jetzt im Rahmen der Debatte erwähnt wurde, handelt, sondern dass es insgesamt ein Integrationsbestandteil ist. Können Sie sich erklären, wieso die Tagesordnung in der Form geändert wurde, wenn man bedenkt, dass der Antrag bezogen auf die Türkei-Situation, NRW steht für Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie, nunmehr auf den Tag nach der heutigen Debatte um die Verfassungsänderung gesetzt wird, in dem nämlich ausdrücklich dort erwähnt wird, dass gerade Nordrhein-Westfalen das Land ist, in dem Menschen mit Wurzeln in der Türkei seit Jahrzehnten umfassend in die Gesellschaft integriert sind. Und weil dies so ist, übernächster Satz. Ja, Herr Kollege, Sie müssen mir eine Frage stellen. Ja, das gehört zur Frage dazu. Sie gehören zu uns und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Sie auch ein kommunales Wahlrecht erhalten. Wie passt das zu Ihrer Argumentation? Bitte schön, Herr Kollege. Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist die Frage, wie kommt es dazu, dass die Tagesordnungspunkte getauscht wurden? Das war die Frage am Anfang. Tut mir leid. Ich kann es sagen, aber das kann ich beantworten. Das kam dazu, weil wir dem zugestimmt haben, wir die Redner. Denn es geht beim kommunalen Ausländerwahlrecht eben nicht um die Türkei. Und diese beiden Tagesordnungspunkte sind für mich klar voneinander zu trennen. Und deswegen habe ich dieser Änderung zugestimmt. Es gibt noch eine Frage von Frau Beer und damit ist dann auch gleichzeitig die Redezeit beendet. Bitte schön, Frau Kollegin Beer. Ja. Danke schön, Herr Kollege, dass Sie das zugelassen haben. In Anknüpfung an Ihre Antwort jetzt möchte ich Sie dann fragen, stimmen Sie dem dann auch zu, dass es eine unzulässige Vermischung ist, die Frage des kommunalen Wahlrechts zu vermischen mit der Frage der Flüchtlingskrise, wie es eben passiert ist durch den Kollegen Lindner, weil alle sich ja auch darüber einig sind bei der Umsetzung, dass es dann zuerst eines Aufenthalts hier in Nordrhein-Westfalen von einer Frist von ungefähr 5 Jahren bedarf. Und das ist genau die Forderung, die die FDP ja auch noch mit vertreten hat, 2013 hier im Haus. Bitte schön, Herr Kollege Marsching. Frau Kollegin Beer, das passt sehr gut, weil dann der Präsident mir nicht meinen letzten Satz klauen muss. Wir stehen zur Lebensmittelpunktregelung und die jetzige Flüchtlingsbewegung nach Deutschland bzw. die aus dem Jahr 2015 jetzt dazu zu benutzen, zu sagen, wir wollen das kommunale Ausländerwahlrecht nicht, denn diese Leute wollen sich ja nicht integrieren und wir haben jetzt plötzlich viel mehr Ausländer hier. Das hat nichts mit diesen 5 Jahren zu tun, das hat nichts mit der Flüchtlingsbewegung zu tun und ich kann das nur so verstehen, dass da die FDP an ihrem rechten Rand eben auch Stimmen sammeln muss. Ansonsten würde sich ein Liberaler hier nicht hinstellen und diese Argumente bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching.